fühle mich geflasht von dem Fleisch. Also benommen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ganz normal ist das nicht. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute der etwas anderen Art. Wir testen das TK-Dönerfleisch von Lukas Podolski. Der hat ja eine Dönerkette, sage ich jetzt mal so. Und der hat ein Döner-TK-Fleisch auf den Markt gebracht. Und meine Mission ist es in diesem Video, euch zu sagen, natürlich, ist es generell geil, kann man sich das kaufen, bringt das was? Dumm gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Und kann das mithalten mit so einem normalen Dönerfleisch vom Spieß. Deshalb habe ich auch noch einen Döner bestellt, so einfach nur den direkten Vergleich. Denkt dran, haut mir die Kommentare voll. Auch hier euren Döner rein. Wir haben ja eine Belohnung für den, der meinen besten bisherigen Döner toppt. Und natürlich, was ihr von dem Format haltet. Oder wenn ihr eine andere Idee habt, was ich so testen kann, was wirklich Sinn macht, zu mir passt, haut es rein, eure Meinung, wir flitzen jetzt erstmal ran und holen das Dönerfleisch. So, wir haben es am Start. In Buxtehude übrigens kein Rewe gehabt. Schämt euch, Buxtehude. 3,79 kostet das Ganze. Bam. Schon mal kurz der erste Eindruck. Ja. Das Filet der Straße. Ja, das ist eine Ansage, Herr Lukas. Das ist eine richtige Ansage. Gucken wir, ob das zutrifft oder ob das einfach nur Scheiße gelaber ist. Oder ob das einfach nur, wie kann ich das ein bisschen netter ausdrücken? Ja, ja, oder ob er zu viel in den Mund genommen hat, sagt Ahmed gerade. So, wir düsen jetzt zu mir nach Hause, ihr kriegt den ersten Eindruck von meiner Küche jetzt auch. Vorab, vor der Roomtour, kriegt ihr jetzt meine Küche schon an den Start. Ja, und dann werden wir das mal eben zubereiten, auf Gourmet-Basis. Guckt euch im Spiegel so diesen sexy Mann an von hinten. Ja. Ah, ich krieg den Anschnall nicht rein, Ahmed. Wir fahren 2 Sekunden. Egal, du musst anhalten, ich fahr nicht ohne Anschneller. Eigentlich echt nicht, ich mach Ausnahme. Aber egal, ich fahr jetzt ohne. Wenn jetzt was passiert, ich fahr einmal im Leben. Oh, Ahmed, Mann, Nervenkitzel. Ich krieg richtig Gänsehaut gerade, ja, ich sag's euch. 30 Gramm, Alter. Nee, ehrlich. Auch an der, unten an der Eichel ein bisschen. Das ist wie wenn es regnet. Ich habe da schon Videos zu gemacht. Wenn es regnet, ich spür das. Fängt meine Eichel an zu kribbeln, tatsächlich. Das ist ein Spiel gegen die Zeit. Um 13 Uhr kommt. Ziemlich genau. Dann kommt der Test, wir müssen schon mal Tür aufmachen. Ich muss jetzt schnell das Filet fertig machen, dass alles auch heiß ist gleichzeitig. Ob wir das schaffen? Hallo, mein Schatz. Oh, mein Feini. Oh, mein Schatz. Komm, guck mal, was Papa hat für dich. Guck mal, was Papa hat für dich. Guck mal, das hat Sascha, den Papa da gemacht. Puff tot, puff tot. Wir werden jetzt das Dönerfleisch zubereiten. Einmal im Ofen, einmal in der Pfanne. Einmal im Ofen, einmal in der Pfanne. Den Vergleich, 2 bis 3 Minuten habe ich eben schon drauf geguckt. Soll es nur dauern. So, und jetzt noch mal einmal, hier für euch auch. Hm. Interessant. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wie das von innen aussehen könnte. Aber ja. Also riecht so, ich habe irgendwann mal Gyros früher TK gekauft. Riecht original wie Gyros aber irgendwie. Ich weiß jetzt auch nicht, wie Gyros riecht, aber das Dönerfleisch von das TK riecht auch genauso. Original wie Virus. Bin ich gespannt. So, Döner-Teller ist da. Wir heizen gerade einen Ofen vor, 230 Grad Ober- und Unterhitze. Knallen da schnell rein. Pfanne auch. Das soll 2 bis 3 Minuten jeweils nur dauern. Machen wir fresh. Gucken wir, ob das passt. Ganz kurzer Einspieler, ihr kriegt von mir zum Schluss auch noch eine Variante, wo ich das Fleisch habe auftauen lassen. Weil es laut Packungsbeilage soll man es so machen. So kriegt ihr auch noch ein kurzes Statement, wenn ich es auftauen lassen habe. Ich finde es aber auch nicht schlecht, ohne, weil man haut es gerne sowieso sofort in die Pfanne. So, ihr kriegt beide Statements von mir zum Schluss. Mit auftauen, ohne. So, jetzt geht's weiter ans Dönermecken. So, ich habe das jetzt auf dem Ofen ausgebreitet, extra nicht übereinander. Ich habe es auseinandergezupft, damit es auch schön kross wird. Der Rest kommt in die Pfanne. Also echt enttäuschend. Einmal verlässt man sich auf andere, einmal mit Profis arbeiten. Ich habe extra Brot jetzt bestellt beim Döner. Wollte ich schön in die Schnitzel hin, so Döner, wie ich das durchschneide. So auf geil, wisst ihr, dass es geil aussieht. Aber du kannst dich auf keinen verlassen. Kein Dönerbrot gibt es heute. Mann.
Alter. Ah, ich mache extra kross, ne? Schön krosses Dönerfleisch. So wie du es vom Spieß abgeschnitten kriegen möchtest, so mache ich das. Ich glaube, das wird besser als das auf dem Ofen. Ich habe extra für euch halt beides gemacht, weil nicht, dass danach heißt, du hättest im Ofen, Bruder. Ich soll nur 3 Minuten, aber ich mache länger. Ich sehe schon, das wird nichts. Packungsbeilage, gut, jeder Ofen ist anders, ne? Aber die kommen bei mir immer hinten und vorne nicht in die Packungsempfehlung. So, angeblich nur 2 bis 3 Minuten, ne? Angeblich nur 2 bis 3. Ich habe jetzt schon fast 5 Minuten gemacht. Ofen hat ordentlich geballert, ne? Also, wir haben hier, nur ganz kurz, dass ihr das seht. Wir haben hier Ofenfleisch, das standardgemäß, man sieht es, bestellt und von der Pfanne. Erstmal standardgemäß, nochmal, um ins Feeling reinzukommen. Das Standardfeeling vom Standarddönerfleisch. Ist einfach nur nach 15 Döner um die Ecke. Standarddönerfleisch. Ich muss gerade noch ein Bild fürs Thumbnail machen. Das Dönerfleisch bestellt. Voll übersalzen. Voll übersalzen. Also nur ganz kurz das nebenbei. So, Lukas Podolski, Dönerfleisch aus dem Ofen. Ziemlich, sag ich euch, merkwürdigen Biss. Schmeckt also ein Biss einfach unnatürlich. Ich sag mal so, als hättet ihr, es ist kein Hack, das ist kein Fleisch. Es beißt sich einfach merkwürdig. Ich kann es euch nicht anders sagen. Pfanne. Ich sag jetzt mal so, man muss wissen, worauf man sich mit diesem Dönerfleisch einlässt. Geschmacksverstärker. Die sind drauf, die E-Stoffe. Das erste, was du bei dem einen findest, wenn du es googelst, ist bedenklich. Bei dem einen Trennmittel. Lass mir das mal hingestellt. Einfach jetzt, Real Talk, wenn man Döner irgendwo essen geht, scheißt man auch drauf. So, und ich scheiße auch drauf. Deshalb bewerte ich das jetzt mal so, als würde ich das nicht wissen. Jetzt weiß man, es ist natürlich ein bisschen scheiße. Aber macht nichts, rein geschmacklich. Tatsächlich sogar das aus dem Ofen leicht besser vom Geschmack. Die Pfanne hat ein komisches Feeling da reingebracht. Schmeckt einfach, schmeckt bedenklich, würde ich gerade sagen. Versuche mal einen Vergleich zu finden, aber man findet tatsächlich keinen Vergleich. Dann versuche ich es euch anders auszudrücken. Wenn man es vergleicht mit normalem Dönerfleisch, man erwartet ja ein Dönerfleisch, man möchte sich den Döner nach Hause holen, das Dönerfleisch oder Döner-Teller, Döner selber machen. Es hat nichts mit normalem Dönerfleisch zu tun. Es schmeckt nicht so, es fühlt sich von der Konsistenz nicht so an. In keinster Weise. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist komische Konsistenz, komisch im Geschmack, finde ich so. So, jetzt haben wir aufgetaut. Einmal Pfanne, einmal Ofen. Dass wir beides am Start haben. Krustig, kross, so wie es sein soll. Nur ganz nebenbei. Oh, ich tue aber über Notum gerade schwer. Einmal schnell noch das Fleisch aus dem Ofen. Das nochmal aus dem Ofen. Finde ich mal gar nicht schlecht. Pfanne ist für mich immer mehr Aufwand, einfach ein Ofen rein, easy. Aus dem Ofen wieder ein bisschen anders, ein bisschen würziger. In der Pfanne hast du natürlich dieses Krosse, diese Röstaromen, die mehr durchdringen. Jetzt ganz ehrlich, ich gebe dem sogar eine 5,7 Punkte, haargenau, ich schwöre euch, nicht mehr, nicht weniger. Ich habe die ganze Zeit gependelt, genau das ist es. Und ich sage euch, wenn man Bock auf Döner zu Hause hat, ich schwöre euch, das kann man kaufen. Das kann man kaufen, das ist jetzt wie gesagt nicht Weltklasse, nicht zu vergleichen wie jetzt mit Döner frisch am Spieß, das ist natürlich nochmal leckerer. Aber für zu Hause finde ich das in Ordnung. Man muss natürlich drauf scheißen, so wie ich gesagt habe. Boah, ist der Glutamat rein. So, es muss ja schmecken. Es muss schmecken. Aber da mal drüber hinweggesehen, das kann man sich für zu Hause, kann man sich das gönnen. So ganz nebenbei, jetzt nach dem Video aufgenommen. Ich fühle mich geflasht von dem Fleisch. Also benommen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ganz normal ist das nicht. Die Punkte basierend habe ich jetzt genannt, indem ich es vergleicht habe, als wäre es ein normaler Dönervergleich und ich bewerte Fleisch. Von allen Dönern, die ich mal gegessen habe, so wisst ihr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fand es geil irgendwie mal. Das Feeling hat mir Spaß gemacht, das zu drehen. Haut mir einen Daumen oben rein, gerne auch einen Kommentar. Wie gesagt, hier könnt ihr mir einen Döner reinschreiben. Preisgeld ist am Start, es wächst von Video zu Video. Sagt mir auch, wie euch das hier gefallen hat, mit zu Hause machen und so. Abo da lassen, auch Glocke anmachen. Die meisten haben mich nicht abonniert, die mich gucken, leider. Und würde mich freuen, wenn sich das ändert. Wir sehen uns im nächsten Video. Und bis zum nächsten Mal.